Sehr viel Anhang war aus Düsseldorf mitgekommen zum 600. Bundesligaspiel ihrer Mannschaft. Einen wollten sie natürlich besonders sehen, da ist der Thomas Alofs. 5 Monate Zwangsabstinenz endlich für die Fortuna spielberechtigt. Alexander Ristić, auch ohne Klebestuhl zuversichtlich, er hatte die Düsseldorfer hoch motiviert. Sogar der sonst eher sanfte Dirk Krümpelmann setzte im Zweikampf so ziemlich alle Körperteile ein, die zur Verfügung stehen, wie Sie gleich sehen. Nehl ist der arme Leitrad. Dirk Krümpelmann, er gehört sicher zu Fortunas besten Fußballern. Was ihm bisher fehlt, ist höchstens so ein bisschen mehr Pep. Und hier scheint er anzudeuten, dass er dazugelernt hat, wenn das auch nicht die Art ist, die die Zuschauer von ihm erwarten. Ja, und was war mit Thomas Alofs? Er spielte in der Spitze neben Uwe Fuchs, natürlich der Torjäger. Aber hier zunächst die erste Parade des neuen Torwarts Uwe Wittmann im Tor der Düsseldorfer. Er kam aus Ingolstadt, machte sein erstes Spiel in der ersten und zweiten Bundesliga. Und nun schauen wir uns an die erste Aktion von Thomas Alofs, der erste Schuss, der vorbeigeht. Natürlich hielt er sich noch ein bisschen zurück, es fehlte ihm noch so etwas der Kontakt zur Mannschaft. Das war ja wirklich sein erstes Spiel. Noch eine schöne Szene von ihm in der zweiten Halbzeit, in der ersten Halbzeit. Doppelpass mit Anthony Buffo. Aber in der Mitte war von Fortuna Düsseldorf zunächst ganz wenig zu sehen. Die überhaupt wenig gute Szenen in der ersten Halbzeit in diesem Spiel. Chancen ergaben sich aus Einzelleistungen oder aus Fehlern. Wie hier Wittmann bei seiner zweiten Prüfung. Man sieht, er hat noch Mühe, den Ball festzuhalten. Solche Fehler unterliefen ihm ein paar Mal in diesem Spiel. In der Reaktion ist er allerdings ganz hervorragend. Er braucht noch ein bisschen Erfahrung. Das war Glück für die Düsseldorfer nach diesem Einwurf von Neifeld. Und dann noch eine Szene, in der das Tor der Gäste in Gefahr geriet in der ersten Halbzeit. Leifeld läuft sich rechts frei, wer auch sonst, aber ein bisschen weit abgedrängt und reagieren kann nicht. Ja, also ganz, ganz wenig Torchancen. Ich habe es gesagt, wenn, dann aus Fehlern oder aus Einzelleistung. Und da sehen wir gleich eine. Der Ball kommt zu Krümpelmann, wir haben ihn ja in der ersten Szene schon gesehen, da spielt er sich wie spielerisch ganz leicht durch, vorbei an Benatelli, schießt das 1:0 für die Fortuna in der 43. Minute. Ein wunderschön herausgespielter Treffer, Benatelli und Heinemann sahen dabei gar nicht gut aus. Wessels, der Torwart beim VfL Bochum, dem man vor Zumdick den Vorzug gegeben hat, aber daran war er wohl unschuldig. Das einzige Feuer in der ersten Viertelstunde der zweiten Halbzeit, diese Bombe aus der Düsseldorfer Fankurve, aber dann Ostermann greift ins Spiel ein, kommt für Jupp Nehl. War das ein Glücksgriff? Gleich eine ganz wichtige Szene von Ostermann. Fuchs vorbei an Rekers, er will ihn festhalten, Ostermann kommt dazu, bringt ihn zu Fall, Strafstoß für die Gäste. Schiedsrichter Vöckler zögert keinen Augenblick, obwohl mir schien, dass das Foul ganz hart vor der Strafraumgrenze geschah. Diese Zeitlupe gibt keinen entscheidenden Aufschluss. Strafstoß für die Fortuna und Anthony Buffo gegen Wessels. Und das macht er ganz, ganz sicher in der 61. Minute. 2:0 für Düsseldorf. Buffo und 5000 Schlachtenbummler jubeln. Er hat ihn verladen. Wessels sprang in die ganz andere Ecke. Ja, saftig resigniert, noch eine halbe Stunde. 2 Tore Rückstand, aber dann keimt doch wieder so ein bisschen Hoffnung auf nach dieser Szene. Zweikampf, Leifeld gegen Werner und Werner stößt ihn um. Die gelbe Karte hatte er vorher gesehen und nun zeigt ihm Schiedsrichter Vöckler die rote. Nach einem, wie ich meine, eher harmlosen Foul, es war ein Zweikampf, er hat ein bisschen mit der Schulter nachgeholfen, hat Leifeld zur Seite gestoßen und er fällt natürlich ganz professionell. Düsseldorf nur noch mit 10 Spielern, Werner muss vom Platz und da kann man den Ärger von Ristić so ein bisschen verstehen. Es war eine sehr harte Entscheidung. Freistoß. Ja, wenn es bei dieser roten Karte geblieben wäre, aus dem Freistoß dafür ergibt sich eine Chance für die Bochumer. Der Ball kommt zu Leifeld, immer wieder Leifeld. Wittmann mit guter Reaktion, zweimal, die Gefahr scheint gebannt zu sein, Legert. Und dann schleicht sich
Kempe nach vorn, bekommt den Ball und lenkt ihn ins Tor. 2:1. Der Anschlusstreffer in der 79. Minute. Und jetzt ist der Ärger natürlich doppelt groß. Bochum wirft alles nach vorn. Wegmann. Und da rutschen drei Bochumer an dieser Schrägflanke vorbei. Ostermann, Leifeld und auch Kohn kommen um einen Schritt zu spät. Alle Bochumer vorn, aber wer bleibt hinten? Zum Beispiel hier gegen Schütz. Benatelli versucht vergeblich, ihm die Hose auszuziehen, drängt ihn ein bisschen nach rechts und dann geht es gerade noch gut. Und dann Thomas Alofs mit einer ähnlichen Chance. Doppelpass mit Walz. Aber dann sieht man, dass ihm die letzte Spritzigkeit noch fehlt. Es reicht aber auch so. Fortuna Düsseldorf gewinnt, verdient mit 2:1 und einer steht im Zentrum des Jubels. Thomas Alofs, Sprechchöre. Die Zuschauer sind mit ihrem Debüt zufrieden. Was sagen Sie selber? Ja, ich bin auch sehr zufrieden. Wir haben gewonnen und mehr konnte man nicht erwarten. War es schon der richtige Thomas Alofs oder haben Sie noch mehr drauf? Sicherlich fehlt bestimmt noch ein paar Prozent, aber wie gesagt, das kommt im Laufe der Spiele und ich bin ganz zuversichtlich, dass wir die Klasse erhalten. Viel Glück, danke.